Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Miknaufs Delia. Gestern hat er ja gesprochen, Donald Trump, der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Na ja gut, die Autoindustrie hat es großartig nicht belastet. Einzig und allein den Pharmasektor, den hat er gerügt. Da will er mehr Wettbewerb haben, um so halt eben de facto auch die Medikamente dann mal wieder günstiger zu machen. Na ja gut, und dass er das Thema Obamacare abschaffen wollte, ja, das hat er seinerzeit schon im Wahlkampf geäußert. Aber wir haben natürlich auch seit dieser Woche, seit Beginn dieser Woche, Autoshow, Automesse in Detroit. Also Zeit auch mal ganz klar, sich die amerikanischen Autowerte vorzunehmen. Ansonsten bleibe ich ja ganz gerne heimisch bei BMW, bei VW, GAR oder Daimler oder natürlich meinem Favoriten Tesla. Aber nein, mal schauen, was macht denn Ford oder noch besser, was macht GM, General Motors, die Opel-Mutter. Naja, und die hat wirklich im Jahr 2016 ein ordentliches, gewinnträchtiges Jahr hinlegen können. Und da waren alle Sorgen relativ schnell verpufft, die gedacht haben, ja, der steigende Ölpreis oder auch die Zinsen, das könnte schwierig werden für die Automobilbranche. Nein, 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 GM konnte ganz klar punkten. Übrigens relativ interessant bei General Motors, da haben wir ja seit 2014 eine Vorstandsvorsitzende, eine Frau am Ruder, Mary Barra, aktuell 55 Jahre alt, ja schon seit über 30 Jahren im Konzern, seinerzeit bei Pontiac gelernt und 2014 dann als CEO, als Vorstandsvorsitzende in den Konzern hineingewählt worden. Er hat früher halt eben ganz klar Produktionsentwicklung und Unternehmensentwicklung gemacht, hatte damals schon ein Budget von weit mehr als 15 Milliarden US-Dollar zu verwalten. Ja, wieso sage ich Ihnen das? Weil für mich immer wichtig ist, wer sitzt an der Konzernspitze? Sind das neu eingekaufte Manager oder sind das vielleicht auch Menschen, die halt eben schon seit Jahren, Jahrzehnten, eventuell sogar ihre Lehrzeit absolviert haben im Unternehmen und dann halt eben sich langsam, aber sicher nach oben gearbeitet haben? Das hat Mary Barra ganz klar getan und ich glaube auch, dass sie an der Spitze oben hervorragend ankommt, muss man sagen. Ja, wir wissen ja, die Amerikaner, die mögen es ja ein bisschen größer. Always think big. Deswegen die Dickschiffe, die großen Autos von General Motors sind in den Vereinigten Staaten ganz klar auch beliebt. Aber mittlerweile halt eben auch in Asien, in China findet sich da ein guter, ein hervorragender Absatzmarkt. Und der soll natürlich auch 2017, logischerweise glaubt man der Vorstandsvorsitzenden und dem Unternehmen General Motors, natürlich weiter wachsen. Naja, und dass man zusätzlich noch die Ankündigung getätigt hat, ein Aktienrückkaufprogramm um 5 Milliarden US-Dollar auszuweiten, ja, das hat den Aktionären auch noch viel, viel Freude gemacht. Zusätzlich, und das kam dann noch on the top, will man auch noch 1 Milliarde an Kosten einsparen. Das heißt, auf der einen Seite Aktien zurückkaufen, auf der anderen Seite sparsam sein, aber trotzdem nicht nur den heimischen Markt, sondern halt eben auch den asiatischen Markt ordentlich bedienen. Naja, also dahingehend muss man sagen, scheint GM auch fürs Jahr 2017 absolut optimistisch zu sein, zum Teil schon fast ein wenig euphorischer. Diese Euphorie, die hören wir bei Ford überhaupt nicht und den Optimismus kann Ford wohl in dem Bereich auch nicht teilen. Deswegen mal ein kurzer Blick auf die Aktie von General Motors, aktuell rund in Euro bei 36,10 Euro angekommen. Auf 5 Jahre hätten sie auch mit dieser amerikanischen Aktie, mit diesem amerikanischen Unternehmen 90% verdienen können, auf 6 Monate immerhin 27%. Ich meine, selbst General Motors wird sich natürlich was einfallen lassen im Zuge der Elektromobilität, im Zuge der selbstfahrenden Autos, denn da dürfte natürlich das Unternehmen aus Kalifornien, dementsprechend Tesla, dann doch noch die Nase ein wenig vorne haben. Aber die Amerikaner haben es ja nicht so mit Sprit sparen, der Sprit kostet ja auch drüben so gut wie nichts und dementsprechend kann man sich da drüben halt eben auch noch erlauben, die ganz, ganz großen Räder, die ganz, ganz großen Autos zu bewegen. Und dieser Boom, ja, ich glaube, der könnte durchaus im Jahr 2017 noch anhalten. Also dementsprechend Miknaufs Daily heute mal zum Thema Amerika, zum Thema halt eben Detroit Autoshow und ganz klar mal zu einem amerikanischen Unternehmen, nämlich General Motors. In diesem Sinne, bleiben Sie mir der Börse gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie wachsam.